Wir sind der Überzeugung, und das ist nicht nur die Auffassung von Deutschland, dass es insbesondere eine bessere Regierungsführung geben muss, dass Korruption bekämpft werden muss. Und wir haben den Ehrgeiz und auch das Ziel, dass in dieser Legislaturperiode auch wir mit der selbsttragenden Sicherheit so weit vorankommen, dass eine Abzugsperspektive sichtbar wird. Ich hoffe darauf. Die Gespräche sind sehr intensiv. Sie werden bei jeder Gelegenheit geführt. Nicht nur bei den offiziellen Sitzungen, sondern natürlich auch per Telefon oder am Rande von Beratungen. Aber man kann sagen, im Augenblick ist alles noch im Fluss. Ich stelle sehr klare Erwartungen an. Und die Erwartungen richten sich an eine neue Regierung, dass man sich der Korruptionsbekämpfung nun wirklich annimmt, dass man Kriminalitätsbekämpfung nicht lediglich als eine Phrase sieht, dass man dem Ansatz des Drogenanbaus weiterhin nachgeht. Es ist ein breites Spektrum und hier wollen wir Taten sehen und nicht nur Worte hören. We have to conduct a thorough analysis to make sure that conditions really permit a transfer of responsibility for the security to the Afghan security forces, but based on the preliminary analysis already conducted, I find it realistic to start the process next year.